Bierbrauaktion. Was haben wir denn hier? Autochef, na gut, hat er auch. Aber wenn das Hefe für ein Ale? Einrieseln lassen. Was machen wir denn da überhaupt gerade? Eingemeischt. Okay. Das heißt, das. Weiter mit. Das. Das ist nicht, also klumpenfrei einrühren. Und das ist jetzt genau was? 16 Liter Wasser mit 40 Grad? Ja. Und 4-5 Kilo Maische. Gerstern Malz. Ja, das ist. Was für Malz ist mal überlegen. Denn? Ja, das ist. Ich glaube 2,5 Kilo Pilsner Malz. 1,5 Kilo Wiener Malz. Und oh, das Rezept habe ich irgendwo. Das ist schön zusammengemischt. Es riecht schon wie in der Brauerei, nach 10 Sekunden. Wo hast du die Rezepte her? Internethobbybrauer.de. Mhm. Ja, genau. Da gibt es verschiedene oder Bücher. Was machen wir denn heute? Heute brauchen wir ein belgisches Trappistenbier. Okay. Dass das in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Dass es ein bisschen mehr Alkohol hat und dass es sehr aromatisch schmeckt. Also es ist ein obergärisches Bier. Und wie lange muss man da jetzt rühren? Die nächsten 4 Stunden. Nein. nur mal kurz, bis es richtig eingerührt ist. Ich denke mal, das reicht schon. Ich tue das hochheizen, dann auf 67 Grad. Ja. Und dann rühre ich schneller. Dann wird nicht mehr gerührt, kommt der Deckel drauf, kommt eine Decke drüber. Und dann bleibt die Temperatur konstant und du brauchst dich nicht drum kümmern. Noch 40 Minuten, 45 Minuten wird mal kurz gerührt, wird mal die Temperatur kontrolliert. Okay. Wir fangen jetzt an mit Heizen. Ja? 67 Grad brauchen wir. 67 Grad. Und was passiert jetzt? Jetzt wird das Heizen eingestellt. Jetzt kommt die Rastzeit, genau. Deckel drauf, Decke drüber. Decke. Heizung aus. Das war jetzt 90 Minuten bei diesen 67 Grad ursprünglich. 90 Minuten bei 67 Grad. Okay. Und was ist jetzt, was müsste jetzt passiert sein? Jetzt ist die Stärke in vergärbaren Zucker umgewandelt worden. Okay. Und es riecht auch etwas süßlicher, in der Tat. Ja, man kann es auch kosten, schmeckt auch das. Das möchte ich auch mal. Was muss ich da kosten? Die Flüssigkeit. Ja, die Flüssigkeit. Ja, schmeckt klasse. Und auch von der Konsistenz her ist malzig, süß, dünn. Und sehr dünnflüssig. Ja. Dünnflüssig, das heißt, der Zucker hat sich gelöst. Mhm. Und jetzt könnte man eine Jodprobe machen, aber erfahrungsgemäß ist das nicht erforderlich. Was ist eine Jodprobe? Jod färbt Stärke blau. Okay. Ja. Also wenn jetzt noch Stärke drin wäre, würde sich das blau färben. Und wenn alles verzuckert ist, bleibt das halt so gelblich. Möchtest du eine Jodprobe machen? Jodprobe muss man immer machen. Muss man die Analytik muss stimmen. Der Chemiker. Genau. Das spricht der Chemiker. Dann machen wir jetzt eine Jodprobe. Jodlösung zum Stärkenachweis. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt von der Flüssigkeit, machen das Jod dazu. Genau. Dann werden wir sehen. Siehst du, und da färbt sich nichts blau, sondern es bleibt gelb und damit haben wir den Beweis, dass es keine Stärke mehr drin, alles in Zucker umgewandelt. Alles verzuckert ist. Die Beta- und Alpha-Amylasen haben ihren Job getan. So ist es. Und das kann gespült werden. Auf 76 Grad heizen wir hoch und dann filtern wir ab. Okay. Ja. 76 Grad erreicht. Ablötertemperatur. Das heißt, die Maische wird jetzt in den mit dem Maischebecher, genau, mit in der Maischeschaufel. Maischeschaufel. Und jetzt sieht man auch schon, dass diese Masse dann den Filter bilden wird. Genau. Das Läutern ist der kritischste und wichtigste Schritt, um ein klares, sauberes Bier zu bringen. Den Nachguss, was ist das? Den Nachguss machen wir da auch. Wenn wir das hier abgelassen haben, ist ja in dem in der Maische noch Zucker drin. Und die spülen wir noch raus. Einfach mit heißem Wasser. 78 Grad. Wird der Rest von dem Zucker aus dem Malz noch rausgewaschen. Also wir fangen jetzt an mal mit dem Läutern. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier was Klares rauskriegen. Am Anfang wird es natürlich noch alles sehr trüb ablaufen, das ist ganz klar. Und das nehmen wir jetzt einfach auf und füllen es oben wieder rein. So lange, bis es klar läuft. Und wenn es klar läuft, lassen wir es dann unten reinlaufen. Also ein bisschen vorsichtig reingießen, dass man nicht alles wieder aufwirbelt. Ja. Das jetzt so als klar bezeichnen. Einigermaßen als klar bezeichnen. Das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Durchlauf, wenn ich es richtig mitgezählt habe. Ja. Das bedeutet, das ist jetzt gewissermaßen sogar ein Konzentrat, was da jetzt drin ist. Ein Konzentrat, okay. Ja, ja. Okay. Wenn man das jetzt auswiegen würde,
Da kämen wir so auf, weiß nicht, 18% Stammwürze, sowas in der Art. Okay. Kann man natürlich auch verkehren. Also es gibt ein gutes Bier. DT. Wassermarsch. Bier. Ja, ich habe Rübe mitkommen. Mhm. Aber den jetzt nicht. Ich weiß nicht, den. Aber wie gesagt, wenn nichts mehr. Bier, da musst du ein Foto machen, das wissen wir auch. Gewogen das Bier. Ich auch. Hallo. Also Kochbeginn 14.28 Uhr und in 10 Minuten kommt der Hopfen rein. Und wie lange haben wir jetzt braucht mit dem tollen Manio-Wokbrenner? Ist der etwa von Wokaholic? Der tolle Manio-Wokbrenner von Wokaholic bringt 26 Liter Bier innerhalb von 14 Minuten zum Kochen. Ja. Und jetzt flogget hier schon die erste Eiweiße. Koagulieren. Das ist 10%iger Hopfen. 10%iger Hopfen. Nee, Hopfen mit 10% Alphasäurenanteil drin. Okay, das bedeutet was? Und diese Alphasäuren, die Säuren. Ja, dann ist es die Alphasäure, die machen die Bitterkeit vom Bier aus. Okay. Wir brauchen 42 Gramm von dem Hopfen. Walle, Hopfengabe. Hopfengabe. Hopfen Nummer 1, 75% des Gesamthopfens, kommt jetzt rein. Und für die bittere Sorgen. Wie viel haben wir ausgerechnet? 42 Gramm sind das jetzt, 10%iger Hopfenpellets. So, das bleibt jetzt 70 Minuten. Dann kommt noch die zweite Hopfengabe für das Aroma. Ja, und dann wird es filtriert, wird dann abgekühlt und dann wird es verbrannt. Entspricht nicht dem deutschen Reinheitsgebot. Aber 400 Gramm Stärke ist eigentlich schon, Zucker ist schon viel, oder? Ja. Es gibt 2% Stammwürze mehr. Zweite Hopfengabe fürs Aroma, 14 Gramm. Ich versuche jetzt den Hopfen und die ausgefällten Eiweißstoffe von der Würze zu trennen und das mache ich mit dieser Gage. Nennt sich das Heißtrub. Ja, das ist also Eiweiß und Hopfen. Ich weiß nicht, was ich finde. So, das müssen wir jetzt runterkühlen auf 20 Grad. Das ist genau das, was ich auch mache. Ja. 6%. So, jetzt kriege ich mir jetzt auch, glaube ich. Heute füllen wir das vor einer Woche gebraute Bier in Flaschen ab. Das Endergebnis 20 Liter Bier, das jetzt noch eine Woche bei Zimmertemperatur ruht. Danach wandert es für die nächsten 4 Wochen in den Keller. Aber jetzt kommt der Schmerz. Jawohl! Ja, das war doch, aber. Wo ist der Gläser? Jetzt gibt's richtig. Wer damit? Das soll ja. 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 Ah. Ey! Das sieht schon nicht aus. Dann leichter wieder hier. Aber ich kann es nicht sagen. Meins. Ich meine, das die Arbeit hat sich gelohnt. Das Bier ist grandios geworden.